dass wir jetzt jemanden haben, der im Grunde genommen bei uns auch schon fast Stammgast geworden ist. Das ist Jan Ellermann und er arbeitet schon länger bei Europol und ist da im Grunde genommen ja, derjenige, der in allen Angelegenheiten Europol berät beim operativen Datenschutz, also den direkten Einblick auch in das hat, was bei Europol an grenzübergreifender Polizeiarbeit passiert und eben in allen Fragen auch immer etwas mit Informationsaustausch zu tun hat und immer auch was damit zu tun hat, wie Informationen ausgewertet werden, ist damit auch zuständig für das, was in den neu geschaffenen Europol-Zentren zur Terrorismusbekämpfung, dem Europol Counterterrorism Center und in dem Zentrum für Cybercrime-Bekämpfung, dem Europol Cybercrime Center und genauso auch für das Europol Migrant Smuggling Center, also da, wo es um Menschenhandel geht und Schlepperkriminalität. Ich glaube, damit ist er der perfekte Ansprechpartner, was die Frage ganz konkreter Probleme und die Frage der Praxis der grenzübergreifenden Polizeiarbeit innerhalb der EU angeht. Er hat aber auch andere Einblicke vorher gesammelt. Er war Staatsanwalt in Flensburg, er hat promoviert zum Thema Europol und FBI. Er hat auch einen Master im Bereich digitale Forensik gemacht, also sich umfassend im Grunde genommen all diese Aspekte angesehen. Und ich glaube, dass wir uns schlichtweg einfach nur freuen können, dass er mit uns hier ist und auf seinen Vortrag. Jan Ellermann, das Wort gehört dir. Ja, guten Morgen kann man noch sagen. Ich freue mich ganz besonders hier sein zu dürfen, ist bereits das zweite Mal. Jan Philipp hatte mich gebeten, über Praxis und Probleme grenzübergreifender Polizeiarbeit in der EU zu referieren, aus Europol-Perspektive. Eine Herausforderung ist, wir arbeiten in Englisch, insofern war ich so frei und habe die Slides auch in Englisch verfasst. Das meiste sind allerdings ohnehin Bilder und ich werde auch weiterhin Deutsch sprechen. Bevor ich aber anfange, gebietet der Anstand natürlich, dass man sich erstmal vorstellt. Wenn man sich vorstellt, muss man sich immer einen Kopf machen, wo fange ich an und wo höre ich auf. Und dann ist eine Möglichkeit, dass man ganz am Anfang anfängt. Also hier unten links bin ich zu sehen mit meinem ersten besten Freund. Dann, als ich festgestellt habe, dass der gar nicht echt ist, habe ich mir irgendwann echten besten Freund gesucht, unten in der Mitte zu sehen. Selbstverständlich habe ich sein Einverständnis, das Bild hier zu zeigen. Unten rechts, er und ich auf derselben Party und das oben, das sind meine Frau und ich auf einer anderen Party. Wenn Sie sich jetzt wundern, wo ist da der Link zum Datenschutz, dann könnte ich Ihnen sowas sagen wie, seien Sie vorsichtig, bevor Sie sowas online stellen oder vielleicht auch überlegen Sie sich gut, ob Sie einen solchen Slide als Eröffnungsslide benutzen, wenn Sie hinterher noch ernst genommen werden wollen. Dafür ist allerdings bei mir jetzt schon zu spät. Allerdings ein bisschen ernster zu werden, Jan Philipp hat es schon gesagt, ich bin kein Polizist, sondern ich bin Jurist, habe allerdings einen Fokus auf Europol bereits seit 2001, als ich eben diese Doktorarbeit zu Europol und zum FBI geschrieben habe, war dann eine Weile Rechtsanwalt in Hamburg, habe dann den taktischen Move gemacht, bin Staatsanwalt geworden in Flensburg, was für mich eine unheimlich wichtige Erfahrung gewesen ist, weil man als Staatsanwalt eben auch diesen Jagdgeist braucht, den man als Ermittler hat. Und die Perspektive, glaube ich, von der kann ich heute noch sehr profitieren. Seit 2007 bin ich Mitglied im Datenschutzbüro von Europol, Senior Specialist da, über mir der Datenschutzbeauftragte Daniel Drewer, auch ein Deutscher. Was habe ich vor heute mit Ihnen hier? Ich möchte Ihnen ein bisschen was zu Europol, den Aufgaben und Verantwortlichkeiten von Europol erzählen. Das Ganze werde ich aus datenschutzrechtlicher Sicht machen, das lässt sich kaum vermeiden. Insbesondere die Kriminalanalyse ist spannend, das Spannendste, was bei Europol passiert, auch aus datenschutzrechtlicher Sicht. Ich habe zwei Case Studies mitgebracht, um das dann auch zu illustrieren, bin aber zu jedem Zeitpunkt für Fragen und Antworten zu haben. Also wenn Ihnen was unter den Nägeln brennt,
dann heben Sie einfach die Hand und dann können wir da auch sofort einsteigen. Mir ist das lieber, dass wir uns auf die Sachen konzentrieren, die für Sie spannend und wichtig sind, als dass ich hier monologisiere und am Ende sagen Sie, das wollte ich aber eigentlich gar nicht wissen, sondern was anderes. Was ist das Ziel der ganzen Veranstaltung? Ich möchte, dass Sie am Ende hier rausgehen als Law Enforcement Data Protection Believer, dass Sie also überzeugt sind, dass wir auch im Bereich der Strafverfolgung das mit dem Datenschutz richtig hinkriegen. Wenn wir also beim Fußball bleiben, dann sollte es am Ende hier so oder ähnlich aussehen. Mal gucken, wie weit ich da komme mit Ihnen. Ne? Gut, fangen wir an. Was ist eigentlich Europol? Bei Europol geht es immer um den Austausch von Informationen. Wir sprechen zum allergrößten Teil über personenbezogene Daten. Wir tauschen die nicht nur aus unter EU-Mitgliedstaaten und auch bestimmten Drittstaaten, sondern wir analysieren die auch. Dafür haben wir die sogenannten AWFs, Analysis Work Files, zu denen werde ich später noch ein bisschen mehr sagen. Wir tun das Ganze nicht zum Selbstzweck, sondern das Ziel ist, nationale Ermittlungen zu unterstützen und wenig überraschenderweise machen wir das alles mit Hilfe von Computern. Der Slide ist jetzt unvermeidlich, weil ich eben drüber promoviert habe. Da stecken so viele Jahre Arbeit drin, also kann ich Ihnen das nicht ersparen. Europol, das europäische FBI, Fragezeichen. Ich habe mir das damals ein bisschen genauer angeguckt, weil das geht noch auf Helmut Kohl zurück, der gesagt hat, okay, wenn Kriminelle sich in der Schengen-Zone frei bewegen dürfen, dann muss es eigentlich auch ein operationelles Gegengewicht geben aus Strafverfolgungssicht. Wir brauchen also so ein europäisches FBI, das war damals so eine Art politischer Schlachtruf. Ich habe dann gesagt, okay, wenn alle danach rufen, sollte sich das vielleicht mal jemand etwas genauer angucken aus akademischer Perspektive. Wenn man das macht, dann stellt man fest, dass natürlich das FBI eine kompetente Strafverfolgungsbehörde, eine der mächtigsten Strafverfolgungsbehörden auf diesem Planeten ist, von der wir sicherlich auch eine Menge lernen können. Historisch betrachtet allerdings gibt es da auch ganz dunkle Kapitel. Vielen von Ihnen wird der Name J. Edgar Hoover noch was sagen, der eben von Anfang der 30er Jahre bis zu seinem Tod 1972 Direktor des FBI geblieben ist. Und der Grund, warum der so lange an der Macht bleiben konnte, der hat eben auch damit zu tun gehabt, dass er Datenbanken unterhalten hat, die letztlich nur Erpressungszwecken dienten. Er hat das recht elegant gemacht. Wenn immer jemand seiner Macht zu nahe kam, dann hat er den zur Seite genommen und hat gesagt, meinetwegen bei Kennedy war das so, der dann Kennedys Bruder wissen lassen, ich bin da über dieses kleine Geheimnis gestolpert, die Affäre mit Marilyn, brauchst du überhaupt keine Sorgen machen, natürlich bleibt das bei uns. Ja? Und das reichte im Prinzip, das reichte, um ihn an der Macht zu halten. Und das ist kein Einzelfall gewesen. Um es kurz zu machen, Europol ist selbstverständlich kein europäisches FBI. Wenn man in die Historie guckt, haben wir auch keinerlei Ambitionen, sowas zu wiederholen. In der politischen Diskussion ging es, wie Sie alle wissen, in erster Linie um die Frage, soll Europol Exekutivbefugnisse haben? Die Antwort ist nein, wir haben keine Exekutivbefugnisse. Sollten Sie also jemals in die Situation geraten, dass Sie auf der Straße jemanden sehen, der ein komisches Badge rauszieht, behauptet von Europol zu sein und versucht eine Festnahme durchzuführen, dann ist das der richtige Moment, um die richtige Polizei zu informieren und ins Bild zu rücken, denn dann ist irgendwas ziemlich falsch. Auf der anderen Seite gibt es natürlich, an jedem Gerücht ist ein bisschen was Wahres. Also es gibt eine Europol Special Agent mit allen Exekutivbefugnissen, die man sich so vorstellen kann. Trotz des Lissabonner Vertrags, der auch für die Zukunft übrigens festschreibt, dass sich daran nichts ändern wird. Aber diese Spezialagentin, von der ich da sprach, das ist Catherine Zeta-Jones in einem meiner favorisierten Filme Ocean's 12. Und da gibt es dann eine Szene, wo sie irgendwie in Amsterdam die lokalen Ermittler trifft und sie ist unheimlich schroff und raunt denen sowas ins Ohr wie Agent Callahan, Europol, from here on we take over the investigation. Und ich hoffe, ihr habt hier die Crime Scene nicht contaminated und sowas. Also ich weiß nicht, was für einen Input die da gehabt haben, aber mit der Realität hat das herzlich wenig zu tun. Eine kleine Anekdote in der Hinsicht, ich war zu der Zeit als Trainee bei Europol und habe eben Recherche betreiben dürfen für meine Doktorarbeit. Und dann verbreitete sich das Gerücht wie ein Lauffeuer über alle Korridore, dass Zeta Jones und damals hieß es auch noch Brad Pitt, dass die kommen würden, um sich anzugucken, wie so echte Europol-Agenten aussehen. Und wir haben uns dann natürlich alle so richtig rausgeputzt, weil jeder von uns dachte, okay, wahrscheinlich bin ich derjenige, der ihr das alles erklären darf.
Der Einzige, den ich kenne, der dann wirklich sie getroffen hat, war der Direktor von Europol, damals auch ein Deutscher, Jürgen Storbeck, den man hier rechts auf dem Bild sieht, ganz offensichtlich an einem seiner glücklichsten Arbeitstage. So, jetzt aber wieder etwas ernster. Diesen Slide habe ich Meaning of Data Protection Post-Snowden Age genannt. Mittlerweile ist es schon eine ganze Weile her, die Snowden Revelations. Wenn man sich bei Europol jetzt umhört, was denkt ihr, was denkst du über Edward Snowden, dann wird man die ganze Bandbreite von Meinungen hören. Da wird es Leute geben, die werden sagen, naja, ist ein Krimineller, was technisch richtig ist, weil er klassifizierte Informationen geleakt hat. Da wird es andere geben, die sagen, na, das ist ein Held. Also ich meine, der ist für seine Überzeugung eingestanden. Der hat ganz genau gewusst, was da kommen würde. Das konnte man ja sehen an seinen Reisevorbereitungen und dergleichen mehr. Ganz persönlich habe ich da zwei Gedanken. Also erstmal, wenn ich irgendwie ein Six-Digit-Income gehabt hätte und auf Hawaii mit einer wunderhübschen Frau gelebt hätte, hätte ich das niemals gemacht. Aber das ist jetzt nur die persönliche Beobachtung. Auf der anderen Seite, professionell betrachtet, hat mir das in meinem Job unheimlich geholfen, weil es nämlich vorher noch so war, dass wir haben natürlich vorher auch schon Datenschutz-Awareness-Veranstaltungen gemacht bei Europol, aber da hatte man dann schon manchmal den Eindruck, dass die Leute gesagt haben, okay, Jan, du arbeitest im Datenschutzbüro, natürlich musst du uns jetzt wieder erzählen, wie unheimlich wichtig Datenschutz für Polizeiarbeit ist, aber mal ganz im Ernst, was soll denn schon passieren? Diese Zeiten sind vorbei. Seit Snowden hat auch der letzte, mit Verlaub gesagt, Trottel begriffen, dass wenn eine Organisation wie Europol Datenschutz nicht ernst nimmt und wenn wir Datenschutz nicht richtig implementieren, dass das lebensbedrohlich für unsere Organisation werden kann. Also so Diskussionen und Skandale, wie sie im NSA-Kontext geführt worden sind, hätten wir die bei Europol, dann würde das dazu führen, dass unsere Türen geschlossen würden und das vermutlich dann auch zu Recht. Auf der anderen Seite muss man auch auf die Unterschiede hinweisen dessen, was im Snowden-Kontext diskutiert worden ist und das, was ich Ihnen heute näher bringen will. Der Großteil der Snowden-Revelations hat sich eben um Nachrichtendienste gedreht. Bei Law Enforcement ist es etwas anders. Unsere Arbeit ist sehr genau reguliert, sehr genau reglementiert. Und auch wenn es um Oversight Mechanisms, also Aufsichtsmechanismen geht, dann ist da wesentlich mehr Transparenz feststellbar. Beispiele sind, Jan-Philipp Albrecht ist selbst beteiligt im Liebe-Komitee. Das heißt, wenn das Europäische Parlament sich Sorgen darüber macht, ob das, was wir bei Europol verhackstücken, ob das grundrechtskonform ist, dann empfängt unser Direktor eine freundliche Einladung und der kommt da dann auch nach. Und dann beantwortet er die entsprechenden Fragen. Das geschieht nicht selten im Livestream. Also das ist eine ganz andere Qualität, denke ich, der Aufsicht und der Transparenz. Ein Punkt, den ich auch ganz spannend fand im Snowden-Kontext war, man hat damals viel gelesen über diesen sogenannten Full Take. Ja? Also dass bestimmte Organisationen eben technisch in der Lage sind, den gesamten Inhalt des Internets in Regierungsdatenbanken zu kopieren, nach dem Motto, naja, man weiß ja nie, was davon mal wichtig sein wird und wir haben das besser lieber alles bei uns. So ein Full Take, sowas gibt es bei Europol nicht. Wenn man jetzt ein anderes Bild bemühen will, dann könnte man sagen, wir haben auch keinen großen Heuhaufen von Informationen, sondern wir haben einen ziemlich großen Haufen Nadeln bei uns. Und selbst mit so einem großen Haufen Nadeln zu arbeiten, ist schon kompliziert genug. Aber da komme ich dann noch drauf zurück. Ganz am Ende will ich jetzt aber auch gar nicht so defensiv hier rüberkommen, sondern ich finde, man muss eben bei dieser ganzen Diskussion, die wir zu Recht haben, darf man eben auch nicht vergessen, dass es eine ganze Menge böse Jungs und auch ein paar böse Mädchen da draußen gibt, Kriminelle nämlich, die sich der Vorzüge des Internets eben bemächtigen. Und unser Job ist es eben, die Dinge festzumachen. Dafür brauchen wir die richtigen Werkzeuge. Auf der anderen Seite, hier heißt es jetzt Data Protection hinders effective law enforcement. In den Awareness-Veranstaltungen, die wir machen, sage ich Ihnen auch ganz offen, ist das schon ein Vorurteil, auf das wir noch relativ häufig stoßen. Also es gibt schon in der Law Enforcement Community eben noch diesen Gedanken, Datenschutz ist gleich Täterschutz und daran müssen wir arbeiten. Auch aus meiner Erfahrung als Staatsanwalt heraus bin ich persönlich zutiefst überzeugt, dass wir am Ende des Tages alle in einem Boot sitzen. Und alle, damit meine ich die Strafverfolgungs-Community, aber auch die Bürgerrechtsbewegung, die Data Protection Community und dergleichen mehr. Und ich habe da auch
so ein paar Argumente zusammengetragen. Hier unten rechts kann man das fotodokumentarische Beweisstück sehen. Echter Polizeimann und Watchdog in einem Boot vereint. Aber dann darüber hinaus eben auch gibt es eine ganze Reihe von Gründen, warum Datenschutz im Interesse der Strafverfolgung ist. Und da können wir mal anfangen mit dem Umstand, dass eben Datenschutz zu hoher Datenqualität führt. Was bedeutet das ganz konkret? Als Mitglied des Datenschutzbüros von Europol habe ich Zugriff auf alle Datenbanken von Europol. Das heißt, wir führen regelmäßig Compliance-Checks durch, wir führen auch dann formelle Audits durch. Was heißt das ganz konkret? Zum Beispiel könnte ich, wenn ich jetzt Montag wieder im Büro bin, dann könnte ich eine Query über die Datenbank jagen und könnte sagen, zeig mir mal alle Verdächtigen, die 2 Jahre oder jünger sind. So, wenn das jetzt Hits, wenn die Datenbank mir dann Hits liefert, dann kann das eine Reihe von Dingen bedeuten. Kann sein, dass ich gerade die jüngsten Schwerkriminellen oder Terroristen auf dem Schirm habe, die man sich vorstellen kann. Und als Vater von 2 kleinen Kindern kann ich Ihnen sagen, es gibt durchaus Morgende, wo ich meine Tochter angucke und sage, was du mit Papa letzte Nacht gemacht hast, das kommt einem Akt des Terrorismus recht nah, weil ja Schlafentzug ist eine Form von Folter und das unterminiert dann die Fähigkeiten europäischer Strafverfolgung, also ganz, ganz dünnes Feld. Auf der anderen Seite kann ich Sie beruhigen, wenn da Hits kommen, dann hat das nichts mit überforderten Eltern, die bei Europol arbeiten, zu tun, die ihre Kinder einstellen, sondern das ist dann sowas wie ein verdrehtes Geburtsdatum. Und da mögen jetzt manche von Ihnen sagen, oh, das ist also deshalb ist Datenschutz so wichtig, verdrehte Geburtstage rausfischen und dergleichen mehr. Ja? Die Realität ist ganz einfach. Wenn wir es zulassen, dass Mist die Basis unserer Kriminalanalyse ist, dann kann der Output immer nur eins sein und das ist Mist. Ja? Der nächste Punkt ist Datenschutz, hier habe ich gesagt, bad data protection reputation might prevent the criminal from being convicted. Was meine ich damit? Stellen Sie sich vor, wir haben jetzt eine Situation im Gerichtssaal und da ist ein Richter und der sagt, wow, das ist ja mal ein spannender Fall hier. Da werden ja Beweisstücke vorgelegt aus den Niederlanden, aus Deutschland, aus Spanien, sowas habe ich ja noch gar nicht gehabt. Wie haben Sie denn das gemacht? Und wenn Sie dann als Strafverfolger da im Zeugenstand stehen und sagen, okay, in diesem Fall hat meine Einheit hier ganz eng mit Europol kooperiert, wenn das der Moment ist, wo der Richter plötzlich so blass im Gesicht wird und dann sagt, oh, Europol, da habe ich ja schon eine Menge gehört, Datenschutz und so, alles ganz, ganz dünnes Eis, also so da auf der Basis mit mir nicht, mache ich nicht. Wir dürfen nicht vergessen, es gibt richterliche Unabhängigkeit, aus guten Gründen und zu Recht. Das heißt, wir haben ein valides Interesse daran, ein gutes Datenschutzregime bei uns zu etablieren, um eben nicht eine Situation zu haben, wo jemand, von dem wir ganz genau wissen, dass das ein sehr böser Mensch ist, den Gerichtssaal verlassen kann mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Das ist nicht in unserem Interesse. Das verstehen auch die meisten Ermittler und Analysten bei uns. Und dann versuchen die mich immer zu kontern. Und dann kommen die mir zu Beispielen und dann sagen die, okay Jan, hast ja alles recht, aber jetzt denk du mal nach. Ich kriege einen Anruf aus Mexico City, frag mich nicht, warum die nun ausgerechnet mich anrufen. Die sagen mir, da tickt eine Bombe, die geht in einer halben Stunde oder in einer Stunde los und der ist sogar so freundlich, da so ein paar personenbezogene Daten des Verdächtigen mit zu übermitteln. Und jetzt kommst du als Datenschützer, weil Europol hat ja kein operationelles Kooperationsabkommen mit, was habe ich gerade gesagt, Mexiko oder sowas. Also können wir die Daten jetzt nicht darüber schicken, Menschen werden sterben wegen Datenschutz. Dann löst das bei mir wieder so Mixed Feelings aus, weil ich, gut, auf der Haben-Seite kann ich dem Kollegen zugutehalten, er hat verstanden, dass wir im Grundsatz personenbezogene Daten nur austauschen mit solchen Drittstaaten, mit denen wir ein operationelles Abkommen haben. Und da liegt ein relativ schwerer Prozess drunter, der das Ziel hat, sicherzustellen, dass da zumindest ein äquivalenter Datenschutzlevel besteht. Ja? So viel zu unseren operationellen Kooperationspartnern. Darüber hinaus gibt es aber in unserem Regelwerk, wie in jedem guten Datenschutzgesetz, Ausnahmeklauseln. Das ist in diesem Fall Artikel 23.8 des Europol-Ratsbeschlusses. Und die erlaubt es unserem Direktor, personenbezogene Daten auch an andere Drittstaaten rauszuschicken, unter gewissen Voraussetzungen. Das heißt, er muss Interessen abwägen. Wenn wir jetzt hier eine tickende Bombe haben, dann ist das operationelle Interesse relativ heavy. Wenn wir auf der anderen Seite meinetwegen nur einen Fall von organisiertem Betrug haben, dann wird es nicht ganz so schwer sein, das Gewicht.
Das muss er ins Verhältnis setzen zu dem Level of Data Protection in diesem Drittstaat. Da kommen wir als Datenschutzbüro ins Spiel und unterbreiten ihm dann die entsprechenden Reports. Ich habe das gehabt mehrfach im Kontext sexueller Ausbeutung von Kindern. Da hatten wir also IP-Adressen, die wir mit laufendem Missbrauch, ongoing abuse, in Verbindung bringen konnten. Und die waren über den ganzen Globus verteilt. Und darunter waren halt auch eine Reihe von Ecken auf diesem Planeten, wo Folter an der Tagesordnung ist, wo es keinerlei Datenschutzniveau gibt, schlicht weil es keine Menschenrechte gibt. Also über Datenschutz muss man sich da gar nicht unterhalten. Das habe ich dem Direktor alles zusammengestellt in einem Report, aber ohne eine Empfehlung darüber abzugeben, was er damit machen soll. Ich verrate kein Geheimnis, wenn ich Ihnen sage, in diesem speziellen Fall hat er global unsere IP-Adressen verteilt, mit Ausnahme der Region, wo eben Folter angewendet wird und die Todesstrafe droht. Da mögen jetzt einige von Ihnen sagen, die einen juristischen Hintergrund haben, naja, ist klar, das muss er machen, war ja dann einfach am Ende des Tages. Als ich diese Reports geschrieben habe, habe ich bis tief in die Nacht gearbeitet und so einfach ist die Frage gar nicht, muss man sich mal fairerweise sagen. Das wird einem nämlich klar in dem Moment, wo man sich verdeutlicht, dass es nicht nur um eine IP-Adresse geht, sondern es geht vielleicht um einen kleinen Jungen, der nicht nur das verdammte Pech hat, von seinem eigenen Vater auf täglicher Basis körperlich misshandelt zu werden, sondern obendrauf hat er noch das verdammte Pech, dass er in einer Region lebt, wo eben Folter an der Tagesordnung ist. Was ist die Konsequenz? Die Konsequenz ist, wir haben das gesehen und wir haben den hier gemacht. Das mag die Realität sein. Und da kann man jetzt wieder sagen, ist das nicht schrecklich ungerecht und was für ein Mist mit dem Datenschutz, ja? Die andere Realität, über die wir hier vielleicht aber sprechen, und das lässt sich schlicht nicht beurteilen, ist folgendes Szenario. Da ist ein kleiner Junge, der hat den liebsten Papa der Welt. Der Papa ist nur nicht ganz so tech-savvy, sagen wir immer. Der hat also einen Router, der hat dann Wi-Fi aufgestellt. Und das Wi-Fi wird von dem Nachbarn missbraucht, weil es nämlich nicht gesichert ist. Und für uns sieht es dann so aus, als würde über dieses Wi-Fi, über diese IP-Adresse, würde sexuelles Missbrauchsmaterial ins Netz gestellt. Wenn wir sowas in so eine Region schicken, was da faktisch passiert ist, da wird irgendjemand morgens an der Tür klopfen, der wird vielleicht noch fragen, sind Sie Herr sowieso Vater von XY? Und das wird das letzte Mal gewesen sein, dass dieser Junge seinen Vater gesehen hat. So einfach ist das in manchen und so brutal ist das in manchen Regionen dieser Welt. Das ist immer ein Beispiel dafür, was ich bringe, wenn Leute sagen, oh, du bist Datenschützer, ist das nicht staubtrocken und total langweilig? Kann ich mal sagen, okay, ich habe jetzt nur einen sehr begrenzten Erfahrungshorizont, weil ich quasi mein ganzes Berufsleben lang schon Datenschützer bei der Polizei bin. Aber da ist wirklich nicht langweilig und ich für mich sage, dass es manchmal hängt das zumindest zusammen mit Fragen von Leben und Tod. Auf der anderen Seite, und das ist mein Ich-bin-nicht-naiv-Slide, natürlich verlieren wir den einen oder anderen, auch wegen Datenschutz. Das ist einfach so. Das ist aber auch okay, wenn man sich Europols Mission Statement hier anguckt, wo wir eben sagen, our mission is to enhance an area of freedom, security and justice. Und Datenschutz ist eben dieses Freedom-Element. Das heißt, wir wollen eben gerade nicht jeden Preis zahlen, um der Täter habhaft zu werden. Und das lässt mich dann auch ruhig schlafen, wenn zum Beispiel Headlines wie diese dann irgendwie in der Zeitung stehen, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, bezieht sich auf Europol, das war kurz nachdem Rob Wainwright, unser Direktor, ein Brite, als der ins Amt gekommen ist, titelte hier Daily Express New EU Gestapo Spies on Britons and EU Snoopers Post Threat to our Freedom of Speech. Wenn sowas kommt, dann kann ich eben sagen, okay, wir können uns gerne darüber unterhalten. Ich denke, dass das Unsinn ist. Wir haben ein robustes Datenschutzregime, was wir implementieren, aber up to you, how deep we want to discuss. Wir betreiben, um eine gute Datenschutzkultur bei Europol zu etablieren, betreiben wir eine Menge Awareness-Raising. Das geht los mit Newcomers-Trainings. Das heißt, keiner legt bei Europol die Hände auf unsere Tastaturen, auf die Datenbanken, ohne vorher Trainings absolviert zu haben. Wir machen das mit E-Learning-Tools. Es ist auch nicht nur so, dass wir jetzt das einmal machen, wenn jemand zu Europol kommt, sondern wir haben da also regular Awareness Sessions für die Departments. Das heißt, wir versuchen oder wir haben es geschafft, da eine Kultur zu etablieren, die letztlich auch am Leben gehalten wird. Teil dieser Kultur ist, dass wir den Europäischen Datenschutztag regelmäßig feiern. Wie wir alle wissen, 28. Januar jeden Jahres steht das an. Und dann ist es natürlich für uns, also ich weiß nicht, wie es euch und Ihnen geht, ich werde so ab
weiß ich nicht, Anfang Dezember wäre ich dann langsam aufgeregt und nervös, was machen wir dieses Jahr und so. Ja, unglücklicherweise ist es so, dass in der Polizeiorganisation dieser Enthusiasmus nicht von allen geteilt wird. Das heißt, ich habe dann auch immer ein bisschen die Sorge, okay, wie kriege ich die Leute, wenn ich jetzt alle einlade, wie kriege ich die dann auch dazu, wirklich zu kommen? Und da muss man manchmal ein bisschen kreativ sein. Wer sich von Ihnen jetzt gefragt hat, wer diese wunderhübsche Frau auf der rechten Seite des Slides ist, das ist Robin Sage, oder das ist zumindest das, was wir alle denken sollten. Die war auf diversen Social Media und LinkedIn und Google Plus und so weiter aktiv. Und ausweislich der Informationen, die da verfügbar waren, war sie 25 Jahre alt, former member of the US Intelligence Community, 10 years of professional experience, meanwhile more into partying, but she wants to keep in touch und so weiter und so fort. So, jetzt sehe ich hier unter den Ermittlern so ein paar hochgezogene Augenbrauen und das ist auch gut so, weil was habe ich Ihnen gerade gesagt, wenn Sie gut zugehört haben? 25 Jahre und 10 Jahre Berufserfahrung. Sehr gut. Ja. So, da kann also was nicht stimmen. Was war das? Das war ein Social Engineering Experiment. Das war von einem Kollegen Tom Ryan aus den USA damals aufgesetzt worden, um mal zu gucken, wer in diese Falle reintappt. Außer den großen drei, da ging es um US Intelligence Community, außer den großen drei, also FBI, CIA und NSA, die sind clean geblieben, aber es gibt ja gerüchteweise 17 oder mehr Dienste in den USA. Aus allen anderen Organisationen ist mindestens einer in die Falle getappt und bis hin zu erstaunlich hohen Rängen, also Head of HR und so weiter. Wir haben also Tom damals eingeladen und haben gesagt, das ist auch für unsere Leute letztlich nicht uninteressant, wenn man bei Europol arbeitet, dass man sich darüber bewusst wird, dass es dieses Risiko gibt, und er hat dann präsentiert und das war eine sehr schöne Sache. Ein paar Jahre später hat dieser Flyer, es war also wieder so, 28. Januar stand vor der Tür und wir wollten die Leute also begeistern, und dann haben wir eine Sting-Operation gefahren, vom Datenschutzbüro aus hatten wir 140 dieser Flyer. Dann sind wir in die Secure Zone bei Europol gegangen und die hat ihren Namen verdient. Also da kommt man nur rein, wenn jetzt der eigene Palmprint hier gescannt ist und so weiter. Und dann sind wir morgens um 6 schon da gewesen, als noch nicht so viele andere da waren, sind auf alle Toiletten geschlichen und haben dann diese Flyer innerhalb der Secure Zone aufgehängt. Natürlich so ein bisschen guerillamäßig schräg, ne? Nicht wie ein Polizist das machen würde, schön gerade, sondern schräg, dass es auch echt aussah. Und dann haben wir gewartet, was passieren würde, weil am Nachmittag hatten wir eine Awareness-Session zum Thema Identitätsdiebstahl, und zu dem Zeitpunkt war das mit Anonymous verknüpft, dieses Thema. Ja. Unser Plan war, gegen Mittag aufzulösen. Was allerdings passierte ist, wir saßen dann im Unit-Meeting um 10 oder sowas. Daniels Telefon fing irgendwann an, nonstop zu klingeln. Natürlich ist er nicht drangegangen, wäre ja nicht witzig gewesen, ne? Dann, als er nicht ranging, fing mein Telefon an, nonstop zu klingeln. Natürlich bin ich nicht rangegangen, wäre nicht witzig gewesen. Dann habe ich allerdings meinen Facebook-Account gecheckt, ob Sie es glauben oder nicht. Ich habe Facebook. Und dann postete da eine Freundin, Kollegin, they are here, Europol Headquarters. Und das war der Moment, wo ich dann doch so ein paar Schweißperlen auf der Stirn hatte, weil ich dachte, okay, meine Intention war jetzt nicht, Anonymous zum Spielen einzuladen, öffentlich, sondern interne Awareness zu betreiben. Ich habe die dann ganz schnell angerufen und habe gesagt, Doris, kannst du das bitte, bitte ganz schnell da entfernen? Und das hat sie dann auch gemacht. Wir stecken dahinter. Rückblickend war die wichtigste Entscheidung, die wir in dem Kontext getroffen hatten, dass wir vorab die Erlaubnis des Direktors angefragt hatten für diese Operation, sonst würde ich hier jetzt nicht stehen oder zumindest in einer anderen Funktion. Wir hatten auch unsere Security oder den Head der Security Unit eingeweiht. Allerdings hat der dann später behauptet, er hat das bewusst nicht weitergegeben, weil er wollte, dass das ein richtiges Mock-Exercise wird. Das ist es geworden. Also die Kollegen haben letztlich mit Ausnahme dieses Facebook-Eintrags, haben die alle sehr, sehr professionell reagiert. Die haben nämlich sofort unsere Information Security-Einheit informiert. Die haben eine Taskforce ins Leben gerufen. Die waren also dabei, die holländische Bundespolizei anzuschauffieren, damit die die Fingerabdrücke nehmen und dergleichen mehr. Als dann rauskam, dass wir dahinter stecken, da haben schon der ein oder andere mir ins Ohr geraunt, you know they want to kill you at security, don't you? Ja. Aber wir hatten unser Ziel erreicht, weil letztlich jeder, in jedem Korridor war es das Thema, jeder hat sich damit beschäftigt, und wir hatten am Nachmittag dann einen Saal, der mindestens so voll war wie dieser. Also in dem Sinne eine Erfolgsgeschichte. Jetzt ein bisschen mehr weg vom Awareness-Raising, was sehr, sehr wichtig ist für eine gute Datenschutzkultur, hin zu unserer operationellen Arbeit.
Ich habe Ihnen hier mal ein paar Daten mitgebracht auf dem Schirm. Wir haben verschiedene Systeme bei Europol, beginnend mit dem Europol Information System. Da sind Daten drin von Verdächtigten, von Verurteilten und von Gefährdern hinsichtlich von Straftaten, die in Europols Mandatsbereich fallen, also Schwerkriminelle und Terroristen. Ein ganzes Stück spannender sind aber noch die AWFs, die ich schon kurz erwähnt habe. Wir haben derzeit zwei, ein AWF-CT, also zu Counterterrorism, und ein AWF zu Serious and Organized Crime. Und Sie sehen hier, dass also die ganz überwiegende Anzahl der Individuen, die wir bei Europol in den Datenbanken haben, in einem Serious and Organized Crime-Kontext steht und nur etwa 10% in einem CT-Kontext. Allerdings wächst das dieser Tage stark an. Wir haben seit 2015, also in den letzten Jahren, das Datenvolumen der CT-Daten etwa verzehnfachen können. Das sagt Ihnen eben auch, dass das einen Effekt hatte. Bitte, ja. Das ist immer noch sehr unterschiedlich. Also es gibt bestimmte Länder, die da Vorreiter sind. Darunter Deutschland ist auch ein sehr aktiver Zulieferer. Es gibt andere, die noch etwas zurückhaltender sind. Aber die positive Botschaft ist, wie gesagt, dass über die letzten zwei Jahre, also das, was in Europa, durch Europa, quer durch Europa passiert hat, hat sehr deutlich zu einem Umdenken geführt. Während insbesondere im CT-Bereich, das vorher so eine Kultur war, meine Daten, deine Daten und ich zeige dir nicht, was ich habe und du mir nicht, was du, das ist jetzt deutlich besser, auch wenn natürlich immer noch Luft nach oben ist. Und auch man sagen muss, dass es hundertprozentige Sicherheit natürlich auch beim besten Datenaustausch nicht geben kann. Ich habe hier jetzt Spider-Man und seine bezaubernde Assistentin aufs Bild gerufen. Irgendwelche Ideen, warum ich das als Awareness-Slide hier eingebaut habe? Manchmal kommen die Leute drauf, das hat mit dem wichtigsten Zitat von Spider-Mans bestem Berater, Uncle Ben, zu tun. Nicht? Na, okay. Also, with great power comes great responsibility. Sehr wichtiger Satz. Uncle Ben hat wohl bei Rousseau oder sowas geklaut, sagt man. Aber für mich ist das ganz wichtig, dass jeder, der bei Europol anfängt, sich darüber bewusst ist, dass wir mit sehr sensiblen Informationen umzugehen haben. Das sind nicht nur irgendwelche Daten, das sind personenbezogene Daten, oft eben auch sehr, sehr sensible. Und dieser Verantwortung müssen wir uns zu jedem Zeitpunkt bewusst sein. Jan Philipp hat es in seiner Eingangsrede gesagt, wir beherbergen den European Cybercrime Center EC3 und auch in dem Kontext dreht sich alles um Kriminalanalyse. Wir haben aber auch forensische Labs vor Ort, wir unterbreiten Training und dergleichen mehr. Und ich wollte in dem Kontext Sie jetzt ein bisschen in die operationelle Welt nochmal einführen mit einer ganz kleinen Case Study, die sich um das sogenannte Darknet dreht. Wie manche von Ihnen möglicherweise wissen, ist das ein kleinerer Teil des sogenannten Deep Web. Das sind also bestimmte Netzwerke, die für jedermann zugänglich sind. Also alles, was man braucht, ist letztlich ein bestimmter Browser, zum Beispiel der Tor-Browser, würde einen Zugang verschaffen. Das heißt, da kann jeder hin und da kann man sich dann anonym im Netz bewegen. Tor-Browser ist sicherlich den meisten von Ihnen ein Begriff, ist ursprünglich von US-Regierungskreisen etabliert worden oder unterhalten worden und technisch stellt sich das für uns eben so dar, da will ich aber gar nicht vorgreifen, ich denke, dass Herr May später in einer besseren Position. Technisch ist es letztlich so, dass über verschiedene Nodes da Verbindungen hergestellt werden, sodass, wenn man als Law Enforcement versucht, das zurückzuverfolgen und auf so eine sogenannte Tor-Exit-Node hier neben dem Bob-Server da stößt, dann hat man im Grunde genommen keine Möglichkeit, auf das Individuum, hier in diesem Fall die Alice, zurückzuverfolgen. Aber da will ich jetzt nicht vorgreifen, was für meine Case Study eigentlich spannender ist, nehmen Sie einfach mal hin, dass man sich eben so anonym im Netz bewegen kann. Wenn man mal in diesem Darknet-Bereich unterwegs ist, dann sieht das eigentlich fast so aus wie das, was die meisten von uns auch kennen. Da gibt es sowas wie Google, das heißt dann eben Grams. Und dann kann ich da alle möglichen Dinge, die da eben anonym verkauft werden und feilgeboten werden, die kann ich suchen. Zum Beispiel habe ich hier jetzt mal nach einem Glock 17 Silencer, also nach einem, wie sagt man auf Deutsch, Schalldämpfer gesucht. Und wenn man das macht,
dann sieht man hier diverse Angebote. Es ist jetzt hier jedenfalls nicht so richtig gut leserlich, aber es sieht im Prinzip aus wie so ähnlich wie bei eBay. Ja? Da stehen Preise. Ich bin jetzt von den operationellen Kollegen gebeten worden, da die Usernames zu schwärzen. Das, was da geschwärzt ist, da sitzen die Usernames drunter. So einfach kann man im Darknet an einen Schalldämpfer kommen. Und wir sind uns sicherlich alle einig, also so ganz viele Use Cases, ganz viele Szenarien, in denen man einen Schalldämpfer jetzt legal irgendwie bräuchte, kann man sich beim besten Willen nicht ausdenken. Das heißt, das ist in jeder Hinsicht kriminell, was wir hier sehen. Was machen wir mit solchen Daten? Wir haben in dieser Cyber Patrol Week, haben wir also systematisch uns im Darknet umgesehen nach solchen Angeboten. Wir greifen dann die Daten, die eben zur Verfügung stehen, greifen wir ab und füttern die in unsere AWFs ein, in der Hoffnung, da eben bestimmte Crossmatches zu generieren und daraus einen Mehrwert für nationale Ermittlungen herzustellen. Innerhalb dieser beiden AWFs gibt es spezifische Analyseprojekte, derzeit sind es 29, und für jedes dieser Analyseprojekte muss ganz genau beschrieben werden, welchen Zweck das verfolgt. Und abhängig vom Zweck dürfen wir dann Daten verarbeiten, die nämlich die notwendig sind, andere aber auch nicht. Das ist also Zweckbindungsgrundsatz, ist ein wesentlicher Grundsatz im Datenschutzrecht. Ich habe jetzt mal ein paar Screenshots hier eingebaut, die Sie ein bisschen in die Welt der Europol-Analysten nehmen würden. Wie stellt sich das auf unseren Screens dann dar? Was Sie hier sehen, ist also ganz oben, beginnen wir ganz oben, da ist also diese Cyber Patrol Week, die wir am 15. September 2016 durchgeführt haben. Da haben wir uns also systematisch mit einem großen Team von Analysten Open Sources angeguckt und sind über einen Verdächtigen gestolpert hier, der Grenades, Firearms and Ammunition, also Waffen, Granaten und dergleichen mehr, feilgeboten hat. Bei genauerer Betrachtung kann man dann auf diese Icons, wenn Sie jetzt Analyst werden, kann man diese Icons öffnen. Wir konnten also sehen, der hatte von 14 Usern positives Feedback bekommen. Wenn ich da jetzt mal so draufklicke, dann sieht das in etwa so aus. Also das wäre das Angebot hier von einem Glock 17 Schalldämpfer. Hier kann man sehen, der will da 3.700 Dollar für haben. Und hier sieht man, wie man das auch von Amazon und dergleichen kennt, sieht man halt Screenshots relativ weit unten hier jetzt. Total Positive Feedback 14. Quick Delivery, definitely buy again. Also es sieht wirklich aus, wie man es von eBay kennt, und mit derselben Selbstverständlichkeit werden da Schalldämpfer verkauft. So, was dann passiert ist, wir haben uns die Transaktionen genauer angeguckt, wir haben die öffentlich zugänglichen Quellen über die AWFs dann ausgewertet, da ergab sich ein gewisses Intelligence-Bild, wie wir das nennen. Es ergaben sich also Hinweise darauf, dass dieser Verkäufer in Slowenien, in Ljubljana sitzt. Wir haben daraufhin einen Analyse-Report verfasst und den über unser Siena-System, was Sie vorhin auch auf dem Screen gesehen haben, nach Slowenien geschickt. Siena steht für Secure Information Exchange Network Application. Das kann man sich so vorstellen wie unser E-Mail-System, nur dass es halt sehr viel sicherer ist, also auf VPN-Leitungen läuft. Mit der Bitte an die slowenischen Behörden, eben auf Grundlage unseres Intelligence Reports da weitere Ermittlungen anzustellen. Das haben die auch gemacht. Und wir haben dann von denen die Rückmeldung hier erhalten, wie Sie jetzt rechts auf dem Schirm sehen können. Und denen war es möglich, da eine Identität zuzuordnen. Das heißt, wir hatten also dann diese Person, die habe ich jetzt mal John Doe genannt. Wir hatten also ein Bild von dieser Person. Kriminelle könnten zum Beispiel so aussehen. Ja. Und das hat uns eben erlaubt, da weiter in die Tiefe zu gehen. Insbesondere konnten dann kontrollierte Lieferungen durchgeführt werden in verschiedene EU-Mitgliedstaaten. In diesem Fall war es UK, Netherlands und auch Sweden. Wenn ein Analyst sich das anzeigen lassen will, dann kann er zum Beispiel solche Screens aufrufen. Auf Basis dieser Informationen letztlich, und da kommen wir unten rechts hin, konnte dann Mitte Dezember eine Verhaftung durchgeführt werden. Das ist jetzt nur mal, um Ihnen so ein Gespür dafür zu geben, wie so ein Analyse-Screen aussehen kann und wie die Kooperation sich dann in unseren Systemen verdichtet. Allerdings stark vereinfacht. Ich habe jetzt gesagt, wir hatten dann Intelligence, da stehen natürlich komplexe Ermittlungssachverhalte dahinter. Ein echtes Analysechart in diesem Fall würde vielleicht
so aussehen. Ja? Da sieht man dann, da werden sämtliche Transaktionen durchleuchtet, da werden Nicknames verglichen, da werden dann auch Erkenntnisse von Online-Undercover-Investigators verarbeitet. Und so, mit solcher Stückarbeit und mühevoller Puzzlearbeit, kommt man im besten Fall dann zu einer Verhaftung, trotz des Umstandes, dass der Verkäufer auf dem Darknet unterwegs war. Die Zwischenschlussfolgerung ist für mich an dieser Stelle: Anonymität online ist kein Mythos, Anonymität online besteht. Das heißt, wenn Kriminelle tech-savvy sind, Herr May wird das noch besser darstellen können, haben wir schlicht keine Chance. Das Gute ist, dass auch Kriminelle mitunter Fehler machen, und wenn sie solche Fehler machen, dann haben wir eine Chance, ihnen auf die Schliche zu kommen. Für uns ist wichtig, dass wir eine Debatte darüber haben mit der Öffentlichkeit auf Veranstaltungen wie diesen, mit Leuten wie Ihnen, wo wir uns gemeinsam darüber austauschen müssen, okay, wollen wir mit der Situation leben, wie sie ist, nämlich dass wir mehr oder weniger auf Glücksgriffe, auf Fehler der Kriminellen angewiesen sind und dann hier und da einen rauspicken können. Brauchen wir solche anonymen Marketplaces als Teil unseres Freiheitsverständnisses, oder ist der Preis, den die Opfer dafür zahlen, eben vielleicht doch so, dass wir da zu anderen Lösungen kommen müssen? Ich will zum Abschluss noch ganz kurz auf den European Counterterrorism Center eingehen, der Anfang 2016 offiziell ins Leben gerufen worden ist. Hintergrund ist, muss ich nicht sagen, eine Terrorismusbedrohungslage, wie wir sie seit sehr langer Zeit nicht gesehen haben. Ich habe hier jetzt die Kernanschläge aufgeführt, auf diesem Bild 16 an der Zahl. Im Zusammenhang mit jedem Anschlag letztlich beobachten wir entsprechende Terrorismuspropaganda auch. Das hat man in Manyanville gesehen, in Nizza gesehen, aber auch zu Würzburg, Ansbach und den anderen Orten, die Sie hier sehen letztlich, gab es jeweils Terrorismus-Propaganda, die eben zu Nachahmungsattacken aufgerufen hat. Europol hat nicht nur den European Counterterrorism Center gegründet, sondern innerhalb dieses European Counterterrorism Center gibt es eine Einheit, die heißt EU Internet Referral Unit. Und da arbeiten derzeit etwas mehr als 20 Kollegen von mir, die systematisch Facebook, Twitter und andere soziale Medien auf terroristische Propaganda durchleuchten und danach suchen. Das wollte ich gar nicht so schnell haben, im Prinzip dieses grausame Bild. Sie sehen hier Internet Censorship. Als das ins Leben gerufen worden ist, da gab es eine öffentliche Debatte darüber, ob Europol mit dieser EU-IRU nicht den Nukleus für eine Internet-Zensurbehörde ins Leben gerufen hat. Und ich finde die, also auch im Hinblick auf Freedom of Speech und so, ist das nicht äußerst bedenklich. Ich finde die Diskussion wichtig und richtig. Auf der anderen Seite, wenn man sich anguckt, was unsere Kollegen sich da wirklich ansehen müssen täglich, nämlich sowas hier, dann hat das mit freier Meinungsäußerung aber auch so gar nichts zu tun. Und für die, die sich sowas verständlicherweise nicht so gerne anschauen mögen, es geht auch um sowas, wir nennen das Hollywood-Style-Propaganda. Das ist also hochqualitatives Material, was spezifisch dafür gemacht ist, insbesondere junge Menschen, oft auch junge Frauen, verletzliche Menschen, in die Arme des Islamischen Staats zu treiben, um sich da zu verheiraten, Prinzessin zu werden oder was auch immer. Und unser Anliegen ist es eben, das zu verhindern, diese Propaganda aus dem Netz rauszukriegen. Wenn ich sage, wir wollen die aus dem Netz rauskriegen, dann ist das nicht ganz korrekt. Was genau passiert? Hier habe ich noch mal ein Beispiel für terroristische Propaganda. Wir töten auf Basis von Metadaten, Daten sicher vor Geheimdiensten und Militär verschlüsseln, Alternativen zu WhatsApp und Telegram. Also die Message, die Sie kontinuierlich aus der Law Enforcement Community hören, dass auch Terroristen auf Verschlüsselung und dergleichen zurückgreifen, das ist nicht aus den Fingern gesogen, das ist eine Realität. Zurück zur EU-IRU, was machen wir? Es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwas aus dem Netz zensieren würden, sondern im Prinzip benutzen wir Mechanismen, die jeder von Ihnen auch benutzen kann. Hier ist jetzt das Beispiel der Twitter-Rules. Da gibt es dann einen Knopf, einen Button, den man drücken kann, und da kann man Report a Violation machen. Und dann kann man sich zum Beispiel beziehen auf die Nutzungsbestimmungen von Twitter, und Sie könnten heute Nachmittag nach Hause gehen und sagen, ich mache den EU-IRU-Job, ich helfe den Jungs bei Europol, ich mache da mit.
und Sie könnten dann nach IS-Propaganda suchen und könnten diesen Report-Button suchen. Meine Message ist also letztlich, jeder durchschnittliche Internet-User kann den Job machen, den die EU-IRU macht. Die Dame, die Sie hier auf dem Foto sehen, das ist meine Oma, also echt meine Oma, die ist jetzt 97 geworden vor ein paar Tagen. Die ist noch im Internet aktiv. Ich habe ihr jetzt auch erklärt, wie das mit Twitter geht. Und seitdem ist sie jetzt online, so mehr oder weniger 24/7 und jagt Terroristen und unterdrückt Propaganda. Das muss natürlich zwischen uns bleiben, damit sie nicht in Gefahr kommt. Die Message, die ich versuche rüberzubringen, ist, das ist alles gar nicht so schrecklich und wir machen nur, was Sie auch könnten. Wenn ich das so sage, dann ist das natürlich nur die halbe Wahrheit, weil meine Oma, die hat dann nur den Report a Violation Button. Wir haben ein bisschen mehr. Wir haben Analyse-Software da drunter hängen und das könnte dann zum Beispiel so aussehen. Da sehen Sie jetzt so große Kreise hier in diesem Analyse-Chart. Und die großen Kreise repräsentieren Twitter-User, die halt unheimlich viele Follower haben. Oder es können auch Twitter-User sein, die das neueste Material reinstellen. Für uns macht es mehr Sinn, so einen großen Kreis zu reporten, zu referen, weil wenn der runtergeht vom Netz, dann hat das einen Impact. Das tut dann auch dem Islamischen Staat weh. Wenn wir, wie meine Oma, hier diesen kleinen Punkt ganz oben rechts reporten, dann tut das überhaupt keinem weh. Der hat vielleicht auch islamistische Propaganda verbreitet, aber ob der da ist oder in China fällt ein Sack Reis um, das macht so gut wie keinen Unterschied. Und das ist der Unterschied zwischen meiner Oma und den Kollegen in der EU-IRU, die haben ein bisschen mehr Power. Hier gibt es noch ein paar Daten, die ich jetzt einfach mal so für sich stehen lasse in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit. Eine Message, die ich Ihnen noch mitgeben möchte, ist, ja, wir haben Analyse-Software, ja, wir arbeiten mit Algorithmen. Das hat aber auch irgendwo einen datenschutzrechtlichen Kontext, weil wir eben nicht die kleinen Bystander sozusagen treffen wollen, die kleinen Jungs, die es vielleicht jetzt aufregend finden, eine schwarze Flagge oder sowas ins Profil sich zu setzen, sondern unsere Aufgabe ist es, die vom Netz zu kriegen, die zu reporten, die eben wirklich das Propagandamaterial, das Propaganda-Instrumentarium des IS darstellen. Und die Algorithmen entscheiden nie, was passiert, sondern es gibt am Ende bei uns immer ein Manual Assessment. Das heißt, am Ende eines Prozesses muss immer ein Analyst drüber gucken und dann eben sagen, ja, das reporten wir nicht. Ganz zum Abschluss noch, Sie werden vielleicht wissen, dass ab Mai Europol einen neuen Rechtsrahmen bekommt. Die Europol Regulation tritt in Kraft. Da haben viele gesagt, ja, ist das nicht wieder mehr Power für Europol? Ist das nicht unbegrenzte Macht? Ist das dann nicht vielleicht wieder uferlos? Hier sieht man also den Direktor Rob Wainwright, kurz nachdem das Parlament Ja gesagt hat, ja, hat er sich unheimlich gefreut. Dann gab es auch das Gerücht unter manchen Kollegen, okay, ab Mai ist alles möglich. Jetzt endlich die neue Europol Regulation. Wir können also, jetzt gibt es kein Halten mehr. Die Realität sieht ein bisschen anders aus. Bei der Europol Regulation, das wird keine Revolution nach sich ziehen, sondern das ist eine vorsichtige Evolution dessen, was wir schon haben. Rob Wainwright hat zu Recht gesagt, wir haben eins der robustesten Datenschutzregime in the world of law enforcement. Mein Anliegen, unser Anliegen ist, das in derselben Art und Weise beizubehalten, auch unter dem künftigen Rechtsrahmen. Die Neuigkeit an der Europol Regulation ist, wir haben nicht mehr eine Situation, wo der Gesetzgeber die Systeme als solche beschreibt, sondern wir werden, was wir nennen tech-neutral, wir werden also etwas flexibler, wie wir unsere Systeme IT-mäßig gestalten. Was jetzt definiert ist, sind die Zwecke, zu denen wir Daten verarbeiten können. Und da kommt dann Louis Dufinet hier ins Spiel. Also am Ende geht es natürlich immer darum, dass wir Hunter of Evil sein wollen und sein müssen. Aber wie wir das implementieren, da hat letztlich dann auch die Datenschutzaufsicht ein gehöriges Wort mitzusprechen. Und wenn wir über die Datenschutzaufsicht sprechen, habe ich dieses provokante Bild hier genommen. Die hat sich also deutlich verstärkt unter dem Regime der Europol Regulation. Der sieht jetzt nicht so schön aus, also drücke ich das mal weg. Ab 1. Mai hat der europäische Datenschutzbeauftragte EDPS das Zepter in der Hand bei Europol und die haben auch, ich nenne das immer Right to Pull the Plug, das hatte die derzeitige Datenschutzaufsicht nicht. Der EDPS, wenn der zu der Auffassung kommt, dass das, was wir machen, nicht grundrechtskonform ist, dann können die uns einen Stecker ziehen.
Nicht, dass ich davon ausgehe, dass das jemals notwendig sein sollte, aber es sendet ein klares Signal. Darüber hinaus ist in der Europol Regulation klar verankert, Eskalationsprozesse hin zum Council, aber auch zum Europäischen Parlament und zur Kommission. Der Europäische Gerichtshof hat klare Zuständigkeiten für Europol. Und auch die nationalen Datenschutzbehörden haben da über das sogenannte Cooperation Board ein Wort mitzusprechen. Andere Neuigkeit ist auch, dass die parlamentarische Aufsicht über Europol ganz klar gestärkt wird. Da gibt es ein sogenanntes Joint Parliamentary Scrutiny Group, die sich zusammensetzt aus dem Europäischen Parlament und aus Vertretern nationaler Parlamente. Und das Liebe-Komitee zum Beispiel, das Europäische Parlament, das wird auch das Recht haben, klassifizierte Informationen von Europol einzusehen. Hier sage ich, so much for now, everything is possible. Also das würde ich bei weitem nicht unterschreiben, sondern ich denke, wir werden da zu einem sehr ausgewogenen und guten Balanceakt finden. Das war es von meiner Seite. Ich beantworte gerne noch Fragen, wenn Sie welche haben. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit und die Diskussion mit Ihnen. Ja, also erstmal ganz herzlichen Dank, Jan Ellermann, für dieses Mitnehmen in den Alltag bei Europol. Ich glaube, obwohl es jetzt doch etwas länger geworden ist, ist, glaube ich, für alle das gefühlt sehr kurzweilig gewesen. Und ist ja auch ein Stück weit so anschaulich präsentiert, dass man tatsächlich verstehen kann, mit welcher Werbe hier versucht wird, sowohl das Ziel einer guten Zusammenarbeit und einer effektiven Zusammenarbeit und Strafverfolgung unter dem Dach von Europol, als auch das Ziel eines hohen Datenschutzstandards und eben das Ziel eines Vertrauens auch in diesen hohen gemeinsamen Standard, den wir in Europa haben, zu vermitteln. Ich kenne das ja selber, dass die Vermittlung solcher europäischen Zusammenhänge und Sachverhalte immer noch eine Herausforderung ist, weil eben niemand sich das so richtig vorstellen kann, wie das läuft. Und ich glaube, jetzt können wir uns das deutlich besser vorstellen. Ich würde jetzt angesichts der fortgeschrittenen Zeit sagen, dass wir vielleicht so zwei Fragen nehmen können, die sich jetzt gerade stellen. Vielleicht nicht nur Männer, die sich melden, das wäre ganz gut. Und dann, wenn sich aber dann ergibt, dass nach dem Vortrag von Herrn May auch noch ein bisschen Zeit über ist, können wir ja auch gemeinsam dann noch die eine oder andere Frage beantworten. Gut, also wer möchte zunächst? Dann sehe ich jetzt hier vorne Anja Bienert und da hinten in der Mitte müsst ihr euch einigen. Einer kann dann da die Frage stellen und dann machen wir auch hier direkt per Antwort mit Mikrofon. Sie haben sehr viel den Begriff Counterterrorism Data verwendet. In Anbetracht der Entwicklung, die wir gesehen haben, wie Terrorismus und Terrorismusunterstützung oder Rechtfertigung und so weiter in der europäischen Gesetzgebung mittlerweile weit gefasst und definiert wird, würde ich mich fragen, wie konkret fassen Sie denn das, damit das relevant für Ihre Arbeit bleibt und Sie nicht Daten und Informationen bekommen, die Sie eigentlich im Endeffekt nur überschwemmen, die aber für Sie völlig nutzlos sind? Ja, also ich meine, letztlich sind das Fragen der Datenqualität, die sich da auch stellen. Und ich habe ja in der Präsentation eben darauf abgestellt, dass wir ein Interesse daran haben, Daten zu verarbeiten, die einen hohen Qualitätsgehalt haben, eben weil wir sonst in der Masse der Daten zu versinken drohen. Die Grenzziehung ist manchmal schwierig, gerade in dem Bereich auch, weil letztlich vor dem Hintergrund der Schläferproblematik zum Beispiel man vorher schwer einschätzen kann, welches Datum sich später als relevant herausstellen wird und welches vielleicht nicht. Der größte Albtraum für einen Ermittler, für einen CT-Ermittler bei Europol ist natürlich, dass sich irgendwann feststellen lässt, wir saßen auf den Daten, wir haben die Daten gehabt, wir haben aber den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen und nicht entsprechend reagieren können. Also das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, das ist auch ein Problem, aber ich glaube, dass das gerade wieder den Mehrwert von Datenschutz unterstreicht, dass wir eben ein gemeinsames Interesse daran haben, wo sich Datenschutzprinzipien
und operationelle Prinzipien treffen, dass wir eben größten Wert drauf legen müssen, Daten so schnell wie möglich dann eben auch zu validieren. Solche Daten, die sich eben als unnütz herausstellen und nur, die Engländer sagen dann immer, Noise in der Datenbank verursachen, die müssen raus. Aber das ist ein Prozess, das ist eine ewige Diskussion, die man gerade mit CT-Ermittlern zu führen hat. Wir haben bei Europol ein Data Retention Regime, was sagt, wir dürfen Daten einstellen und müssen sie aber spätestens vor Ablauf von 3 Jahren dann auf ihre Notwendigkeit hin überprüfen. Und da ist es im CT-Bereich immer eine schwierigere Diskussion, Daten auch wieder rauszukriegen. Aber wir sind da auf einem ganz guten Weg, denke ich. Also auch die Data-Deletion-Zahlen, die wir haben im CT-Bereich, gehen hoch, was aus datenschutzrechtlicher Sicht dann eine gute Nachricht ist und unterm Strich, denke ich, auch in vielen Fällen wieder hilft, weil man nicht beschossen wird mit lauter Hits letztlich, die nur eine ganz geringe Relevanz haben. Wenn Sie das im EU-IRU-Kontext nochmal dann spiegeln wollen, den ich gerade erklärt habe, da kann man sich dann natürlich auch fragen, was ist denn eigentlich schon terroristische Propaganda und was ist vielleicht noch freie Meinungsäußerung, was ist noch von einer freien Meinungsäußerung gedeckt? Da hatte ich eine sehr interessante Diskussion mit einem Analysten. Also erstmal haben wir diese gezielten Tötungen und so, das ist relativ klar, da habe ich kein Problem mit. Dann hat er mir aber auch Clips gezeigt, wo wirklich nur blühende Landschaften, Palmen, die untergehende Sonne, alles ganz, ganz friedlich und dann so eine schwebende schwarze IS-Flagge, untermalt mit schöner Musik und da wird dann eben in warmen Worten propagiert und besprochen, wie toll der Islamische Staat eigentlich ist und was der für seine Mitglieder alles zu tun vermag und dergleichen mehr. Da kann man jetzt geteilter Meinung sein, was das genau ist. Wir haben uns letztlich darauf geeinigt, dass wir gesagt haben, okay, das was, wir haben so viel, was klar die Kriterien erfüllt, lass uns auf das konzentrieren, lass uns damit anfangen und nicht in diese Grenzbereiche von wehenden Flaggen oder sowas reinkommen. Sein Gegenvortrag war natürlich, naja, wenn wir irgendwann in einer Situation sind, dass wir nur noch die schönen wehenden Flaggen haben und die Message, wie human doch letztlich der Islamische Staat eigentlich ist, im Kern, dann haben wir ein noch viel größeres Problem. Wir haben uns darauf einigen können, dass das eine eher akademische Diskussion ist, vor dem Hintergrund, dass die echte Terrorismuspropaganda und die Gewaltverherrlichung halt viel zu groß ist, als dass wir in dieses Problem reinlaufen würden. Vielleicht eine kurze Anmerkung, weil es vielleicht auch den einen oder anderen am Livestream gibt, der das noch nicht verstanden hat. Also wenn du von CT redest, dann meinst du natürlich Counter-Terrorism, ja. Terrorismus. Straftaten und der Liebe-Ausschuss ist eben der Innen- und Justizausschuss, der im Parlament dafür zuständig ist. Also eine weitere Frage zu Jan Ellermann würde ich jetzt noch dran nehmen. Ich glaube, es war irgendwie da hinten in der 4. Reihe von hinten oder so. Ja, entscheid du einfach. Okay. Guten Tag. Es gab ja im Oktober auch den Bericht von Journalisten, dass für 540 Millionen Euro Propagandavideos von einer britischen Firma produziert worden sind. Gab es da auch Ermittlungen, weil sozusagen, wenn man auf Twitter einzelne Videos anklickt und die reportet, ist es natürlich weniger effizient, als wenn man sozusagen auch die aus dem Westen gesteuerte Propaganda-Finanzierung sozusagen unterdrücken würde. Also es gab vom Pentagon ein Programm, wo die britische Firma solche Videos erstellt hat, um damit sozusagen Islamisten anzulocken und aufdecken zu können. Ist das auch sozusagen beachtet worden bei Europol oder hat man da sozusagen nur die Videos gesehen? Die Tonqualität war für mich... Es war schwer zu verstehen. Ja. Vielleicht kannst du in einem Satz nochmal kurz die Frage... Okay. Die Frage war, ob man berücksichtigt hat, dass ja auch Videos aus dem Westen produziert worden sind mit Terrorinhalten, um Terroristen finden zu können. Also als Lockmittel sozusagen. Honeypots, okay. Ja. Honeypot-Problematik ist so, dass, was ich dazu sagen kann, ist, dass Europol... als Organisation hat kein Mandat, solche Aktionen zu fahren. Wir können keine Honeypots ins Netz setzen, sei es im Terrorismus-Propaganda-Bereich oder in anderen Bereichen. Wir haben nur ein Mandat, da technische Unterstützung zu liefern. Oder was ich mir vorstellen könnte, ist, dass solche Daten, wenn da Honeypots installiert wurden, dass die nationalen Behörden die zuliefern und in unsere AWFs einspeichern. Das erscheint mir wieder dann ein logischer Schritt. Aber der konkrete Sachverhalt ist mir auch nicht bekannt, deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen. Okay, dann müssen wir jetzt an dieser Stelle kurz einen Cut machen. Vielen Dank nochmal, Jan Ellermann. Und
Und ich würde vorschlagen, dass wir, wie gesagt, im Anschluss an die ersten Fragen, die dann zu unserem nächsten Gast, Andreas May, nach seiner Präsentation kommen, dass wir dann auch die Gelegenheit geben, dass Jan Ellermann nochmal